Ja, moin und hallo. Grenzen, sie haben etwas Hochattraktives, denn sie zeigen in aller Klarheit an, das gehört zu der einen Seite, das gehört zu der anderen Seite. Ähnlich ist es mit Gesetzen, die deutlich sagen, hier ist die Grenze, das ist erlaubt, das ist eben nicht erlaubt. Eine solche Klarheit schenkt natürlich Sicherheit. Und mir scheint, dass wir diese Sicherheit immer als Normalfall gesehen haben in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten. Und nun in diesen Wochen, in diesen Corona-Wochen, lernen wir, dass das vielleicht doch nicht der Normalfall ist, sondern dass der Normalfall ist, auf sich zu fahren, im Gespräch miteinander zu sein, Dinge auszuhandeln, auch kommunikativ auszuhandeln und festzustellen, es gibt auch so etwas wie Perspektivunsicherheit. Wir sehen es besonders deutlich an dieser Frage, die wir gerade aktuell diskutieren mit, wie ist das Verhältnis von Leben, Leben und Leben schützen? Wie sehr können, dürfen und sollen da Grenzen gesetzt werden und wie dauerhaft sollen sie sein und wie verhält es sich dann mit der Würde des Menschen? So ist diese Zeit allemal auch eine Möglichkeit, genau mit dieser Perspektivunsicherheit, zumindest im Vorletzten, auch zu arbeiten und zu leben, vielleicht sogar sie neu zu entdecken und festzustellen, das ist vielleicht doch der neue Normalfall oder das neue Normal oder das, was nie unnormal gewesen ist. Lassen wir uns auf dieses Abenteuer ein, dann entziehen wir nämlich auch all denen den Grund, die mit klaren Grenzen und klaren Zuschreibungen Politik machen, was ja selten der Menschenwürde gerecht wird. So lasst allesamt in diesen Tagen gut auf euch aufpassen.